30 Jahre soziales Wohnservice in Wels war ein besonderer Anlass für die Welser Wirte. Aus dem Erlös des Punschstandes am Weihnachtsmarkt 30 Pizzen für Menschen, denen es nicht so gut geht, kostenlos zur Verfügung zu stellen. Nationalrätin Petra Wimmer und Stadtrat Johann Reindl-Schweighofer stellten sich als perfekte Kellner zur Verfügung. Die Top-Italiener Giuseppe und Antonio von der Rustica in der Welser Freiung stellten sich sofort in den Dienst der guten Sache und zauberten die Pizzen aus dem heißen Ofen. Das Zustellservice besorgte der Ex-Wirtschaftskämmerer Manfred Spiesberger persönlich und so werden die 30 Pizzen an das soziale Wohnservice in Wels Haus geliefert. Eine besondere Aktion der Welser Wirte. Ja, das freut mich natürlich besonders, weil die Gäste unseres Tageszentrums ja nicht so verwöhnt sind, damit sie einmal in ein Lokal essen gehen können. Und wenn dann die Pizza da hergeliefert wird, ist natürlich eine große Freude und eine große Überraschung. Wohnungslosigkeit kann leider jeden treffen. Es passiert schneller, als man glaubt. Der Verein wurde 1989 gegründet und betreut an 365 Tagen im Jahr wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Familien. Ja, es kommen so durchschnittlich 35 bis 40 Gäste pro Tag, von der Früh bis am Abend. Also die kommen zum Frühstücken, zum Mittagessen oder Nachmittag auch zur Jause und können da einfach sich aufhalten. Geschmeckt hat es allen und das soziale Wohnservice wurde seinem Namen wieder einmal gerecht. Also ich bin immer so dankbar. Es gibt da immer so unheimlich gutes Essen da. Und die Pizza, die war ein Wahnsinn. Der soziale Wohnservice ist eine zentrale Anlaufstelle. Die Einrichtung bietet einfache Grundversorgung und eine sichere, warme Aufenthaltsmöglichkeit. Und das schon seit 30 Jahren. Ja, das soziale Wohnservice wird heuer 30 Jahre alt. Also es ist schon eine schöne Vereinsgeschichte, eine lange, wo die Betreuung der Obdachlosen in den Händen des sozialen Wohnservices ist.